oder wie Sie hier sehen, ein Frettchen. All das gibt es hier auf der dritten Weinheimer Tiermesse zu sehen. 70 Aussteller präsentieren sich heute hier in Weinheim. Bei mir ist der Organisator, Herr Navidad. Können Sie uns vielleicht heute was zu Ihrem Programm sagen? Wir haben dieses Jahr Alpakas, Frettchen dabei, Hunde sind vorgestellt worden. Wir haben aus einem Umkreis von 90 Kilometer Aussteller wie Veritas, Anifit, Fahr vom Vier, Feeder Dog, Tiger, Weschnitzal und die Liste ist unendlich, was man erzählen könnte. Die Vorbereitungszeit fängt bei uns im Januar an. Und ist klar, also 6-7 Monate haben wir schon, bis wir alles endgültig auf die Füße gestellt haben. Schwarze. Hallo. Wir sind heute hier auf der dritten Tiermesse in Weinheim und Sie stellen heute Ihre Dienstleistungen dar. Können Sie uns vielleicht näher was darüber erzählen, was Sie genau anbieten, welche Tiere Sie therapieren und welche Möglichkeiten es bei Ihnen gibt? Ich fange im Idealfall schon mit der Beratung vor dem Kauf an. Das heißt, welches Tier passt in die Familie? Mach bis zur Sterbebegleitung hin die komplette Palette. Das heißt, Verhaltensstörungen, Welpenausbildung, helfe bei Krankheiten, Allergien, in der Rekonvaleszenzzeit zum Beispiel, arbeite viel mit Bachblüten, Aloe Vera Produkten auf der homöopathischen Ebene und versuche da den Besitzern und dem Tier natürlich auch zu helfen. Tierpflege mobil heißt, dass ich ein Alternativprogramm quasi biete zur klassischen Tierpension. Der Hauptbereich von meiner Tätigkeit liegt auf der Urlaubsbetreuung. Das heißt also, die Tiere müssen nicht umgesiedelt werden, wenn der Besitzer in Urlaub geht. Und ich komme vorbei, um die Tiere dort zu versorgen. Wenn das Tier gestorben ist, holen wir das beim Tierarzt ab. Die Leute können es beim Tierarzt lassen. Oder wenn es zu Hause stirbt, holen wir es auch zu Hause ab. Und dann wird es entweder eingeäschert, wenn die Leute das möchten, oder wir haben einen eigenen Tierfriedhof in Rimbach von über 6000 Quadratmetern. Dann kann es auch normal bestattet werden. Und das gilt für alle Tiere, also sprich von der Katze bis zum Reptil? Oder gibt es hier Einschränkungen? Ja, es gibt Einschränkungen für die ganzen kleinen Haustiere gilt es. Also die können bestattet werden, Reptilien auch, bloß Paarhufer nicht, also Ziegen und Schafe oder Schweine. Aber es geht bis zur größten Hunderasse und kann alles bestattet werden, ja. Nun haben Sie hier eine ganze Kollektion an Urnen und an Särgen. Können Sie uns da vielleicht noch kurz was zu sagen? Ja gut, Urnen gibt es in verschiedenen Materialien, aus Ton, Kupfer, Marmor, Keramik, Holzurnen. Jeder hat einen anderen Geschmack, der sucht sich dann halt die Urne aus, die ihm am besten gefällt. Der Weiße hier, das ist der Chaco und der kleine Graue, das ist der Merlin. Was genau machen Sie mit den Tieren? Das sind ja Nutztiere. Ja, also wir züchten sie, machen wir und die Wolle lassen wir dann verarbeiten und verkaufen sie im Hofladen. Wanderungen bietet man noch an mit Alpakas, kann man dann wandern gehen. Das ist so das, was wir mit denen machen, ja. Die Tiere werden einmal im Jahr im Frühjahr geschoren, was sie auch sehr angenehm empfinden, dann werden Sonnenbäder genommen. Die Wolle ist eines der feinsten Wollprodukte überhaupt, was von Tieren gibt. Also das heißt, es ist eine sehr, sehr feine Wolle, sehr strapazierfähig und hat eine ganz tolle Dracheeigenschaft. Also mit Kaschmir vergleichbar, aber noch hochwertiger eigentlich. Noch nicht ganz so bekannt, aber der Markt erobert langsam Europa, Alpaka-Wolle. Ja.
Show. Das war's von der dritten Weinheimer Tiermesse. Und was meinst du dazu? Das war Ihre Anja von Weinheim TV.